Liebe Zuschauer, ganz herzlich willkommen zu einem neuen Interview auf der Aktionär TV. Das Jahr 2022 neigt sich dem Ende zu und wir wollen deswegen einen kleinen Rückblick auf das Jahr 2022 für Sie organisieren und auch einen Jahresausblick, also das, was uns 2023 an der Börse erwarten wird. In den nächsten Wochen werde ich verschiedene Experten dazu einladen. Heute macht den Anfang Waldemar Meyer von Meyer Consulting. Herr Meyer, schön, dass Sie da sind. Grüß Sie, Frau Anders, hallo. Ja, Sie waren ja dieses Jahr ein paar Mal bei uns im Interview als Energieexperte. Die Zuschauer haben Ihre Sendung sehr begrüßt. Für Sie persönlich, wenn wir auf die Börse blicken, wie haben Sie das Jahr 2022 wahrgenommen? Was waren so die entscheidenden Momente an der Börse? Das ist eine gute Frage. Ich sage es mal so, es gibt eigentlich zwei Dinge, die, glaube ich, uns sehr stark beschäftigt haben. Das eine war dieses Thema, das wir erlebt haben, oder es hat mich sehr stark beschäftigt, wie unsere Bundesregierung und die EU-Kommission ihre Sanktionen vom Zaun getreten haben, die letztlich uns sehr stark geschadet haben, wahrscheinlich jahrelang schaden werden und die Russland unglaublich geholfen haben. Und wie wir erlebt haben, dass da etwas passiert, was wir gar nicht mehr beeinflussen können. Also für mich hat es sich angefühlt wie so ein Albtraum, aus dem man einfach nicht aufwacht, also wo man einfach nicht schreien kann und aufwachen kann. Und so fühlt es sich bis heute an. Das war ein ganz komisches Gefühl, hat auch die Börse stark beeinflusst. Das Zweite, was wir natürlich erlebt haben in diesem Jahr, was für die Börsen wichtig war, die Rückkehr der Zinsen. Wobei ich sagen muss, da wurde unglaublich viel drüber geredet. Und im Endeffekt wird es im Endeffekt nicht so wahnsinnig wichtig sein. Also, was weiterhin da ist, ist der negative Realzins. Das ist der wichtige Fakt. Und ob jetzt die Zinsen hier bei uns dann irgendwo bei 2% oder 3% liegen oder sonst irgendwas, ist nicht so wirklich entscheidend. Das werden die Unternehmen in ihre Bilanzen einkalkulieren. Das ist eigentlich in einem Bereich wirklich wichtig, nämlich im Immobilienbereich, weil da gab es in den letzten 1, 2, 3 Jahren gab es da einige Finanzierungen, wo die Hütte quasi gar keine Rendite mehr abgeworfen hat und wo sich die ganze Finanzierung nur noch gelohnt hat aufgrund des Zinses. Und diese Dinge sind jetzt erstmal vorbei und das ist auch ganz gut so. Also das heißt, da haben wir uns sehr viel damit beschäftigt und sehr viel darüber aufgeregt. Aber die Rückkehr der Zinsen war, glaube ich, im Endeffekt wird das nichts besonders Dramatisches gewesen sein. Und wir wollen uns ja heute auf den Kapitalmarkt fokussieren, also auf den Aktienmarkt insbesondere. Und Sie haben es gerade schon gesagt, die Rückkehr der Zinsen. Es stehen ja auch noch Zinssitzungen aus. Die FED tagt Mitte Dezember und auch die Europäische Zentralbank. Was dürfen wir denn von diesen Treffen noch erwarten? Also bei der FED ist es relativ einfach. Bei der FED hat der Markt eine gigantisch übereinstimmende Meinung, nämlich 0,5% wird der Zinsschritt sein. Ich glaube, es ist am 14. Dezember oder 15. Dezember. Und bei der FED wird es eigentlich mehr darauf ankommen, was dann der Notenbankchef danach so von sich gibt und was er sagt. Und ich glaube, ehrlich gesagt, der Markt wird jede Äußerung, die sich irgendwie dazu nutzen lässt, positiv interpretiert zu werden in Bezug auf weitere Zinssituationen, wird diese Äußerung auch positiv annehmen. Das wird dann also wahrscheinlich münden in eine Jahresendrallye. Ich würde sogar so weit gehen, die Jahresendrallye kommt mit allerhöchster Wahrscheinlichkeit. Und sie wird wahrscheinlich genau da dann beginnen, spätestens am 14., 15. Dezember. Mit dieser Notenbanksitzung. Bei der Europäischen Zentralbank alles ein bisschen anders. Ich sage Ihnen ganz ehrlich, wenn ich bei der Europäischen Zentralbank arbeiten würde, dann würde ich den Politikern sagen und allen anderen um mich herum, blas mir doch mal einen Schuh auf. Weil die können im Prinzip fast nichts machen. Die Europäische Zentralbank kann die Zinsen jetzt drastisch erhöhen oder weniger drastisch erhöhen. Wir haben hier eine andere Art von Inflation, gegen die gekämpft wird. In Europa ist die Inflation fast ausschließlich über die Energiepreise passiert. Und das ist auch ein Fakt, der sich fast ausschließlich über die Energiepreise heilen lässt. Das ist also eine politische Aufgabe. Wenn die EZB jetzt wirklich drastische Zinsschritte macht, wirkt sie die Wirtschaft mehr ab. Das ist ja die große Befürchtung, dass viele sagen, dass wir wahrscheinlich jetzt erstmal mit einer Rezession in Europa rechnen müssen. Und deswegen, natürlich wird es einen großen Zinsschritt geben, aber im Endeffekt kann die EZB damit gegen die Inflation nichts machen. Sie kann nur zusätzlich die Wirtschaft abwürgen. Es ist ein Dilemma. Die Inflation ist gekommen, um zu bleiben, sagen viele Experten. Sie haben in den Interviews in diesem Jahr öfter gesagt, dass Sie denken, dass die Inflation in der Eurozone nur ein kurzfristiges Phänomen ist, Herr Meyer. Jetzt sehen wir auch, dass die Energiepreise zuletzt leicht rückläufig waren. Wie erklären Sie sich diese Entwicklung? Ja, ich glaube, dass die Inflation nicht nur in der Eurozone, sondern auch in den USA ein eher kurzfristiges Phänomen ist. Darauf deutet sehr vieles. Es deutet darauf hin, dass sich in den USA, dass wir hier schon mal in der Rezession waren. Die USA kommen jetzt langsam aus der Rezession raus. Es deutet eine Weltwirtschaft hin, die sich deutlich abkühlt. Es deuten Energiepreise und Rohstoffpreise darauf hin, die deutlich rückgängig sind. Das heißt, um diese Inflation am Laufen zu halten, die Nachfrage, die ist schlicht und ergreifend nicht da. Das macht sich in den USA
langsam bemerkbar. Das macht sich in Europa drastisch bemerkbar. Wir haben Umfragen aus dem Einzelhandelsbereich, die so schlecht sind wie seit Ewigkeiten nicht mehr. Wir haben auch die Einzelhändler, die sagen, dass die Umsätze unglaublich lahmen. Wir haben Lagerhaltungszahlen aus den USA auf Rekordwert. Also Walmart zum Beispiel hat ein Riesenproblem, weil die Lager voll sind. Das deutet alles nicht auf weiter steigende Preise hin, sondern auf Preiskämpfe. Und deswegen bleibe ich aus heutiger Sicht dabei, dass ich wirklich glaube, dass sich diese Inflation, also die Preissteigerungsraten, sehr schnell deutlich verringern werden. März, April und so weiter ist da erstmal so die nächste Marschrichtung, wo man dann nochmal schauen muss. Und ich glaube auch, dass es könnte sogar sein, dass wir, wenn wir es jetzt mit einer Rezession in Europa zu tun bekommen, dass wir dann vielleicht tatsächlich Mitte nächsten Jahres schon wieder über Deflation sprechen oder sowas. Das heißt nicht, dass jetzt die Preisniveaus, die da sind, dass die erstmal wieder drastisch zurückgehen. Aber dieser Preisaufschwung, der wird nicht mehr so weitergehen und der wird vielleicht wieder auf Null zurückfallen. Ich fasse noch mal kurz zusammen. Korrigieren Sie mich gerne, wenn ich Sie falsch verstanden habe. Also Sie denken, die Bemühungen der Europäischen Zentralbank sind umsonst, dass die Inflation nicht richtig bekämpft wird und eigentlich von Seiten der Politik bekämpft werden sollte. Und Sie haben auch gesagt, Mitte nächsten Jahres rechnen Sie mit einer Deflation. Was bedeutet das denn für die Börse? Welche Chancen sehen Sie 2023 und welche Herausforderungen? Also, dass ich mit einer Deflation rechne, noch mal gerne. Es könnte sein, dass wir darüber reden. Das ist noch mal, weil da es deutet momentan nichts darauf hin, dass wir jetzt Mitte nächsten Jahres mit einem deflationären Umfeld. Das ist momentan nicht der Fall, aber könnte durchaus sein. Das will ich nur noch mal korrigieren. Für die Börsen heißt das, wir werden erstens mal wahrscheinlich eine sehr freundliche Börse jetzt zum Jahresende haben. Die Jahresendrallye ist wieder Sommerschlussverkauf, Winterschlussverkauf gibt es offiziell nicht, aber die Finanzbranche und die Fondsgesellschaften schauen immer, dass sie zum Jahresende die Märkte noch kräftig mithelfen, sie hochzuziehen, um ihre Ergebnisse ein bisschen zu schönen. Das wird auch in diesem Jahr, glaube ich, ganz gut funktionieren. Ich glaube auch, dass wir mit erfreulichen Börsen ins nächste Jahr starten. Es wird holprig werden, das ist der eine Punkt. Weil der Markt immer noch sehr nervös ist. Also was weiß ich, irgendein Atomkraftwerk brennt in der Ukraine, bumm, geht der Markt runter. Irgendeiner von diesen Despoten stirbt, bumm, geht der Markt runter. Irgendeine sonstige Nachricht, vor allen Dingen aus dem politischen Bereich, die wieder negativ ist und zack, geht der Markt runter. Also es wird immer wieder so diese Dips nach unten geben. Es gibt brutale Szenarien. Überlegen Sie mal, vor 2 Wochen waren wir kurz vor dem Dritten Weltkrieg. Total irrsinnig, aber auch das ist natürlich so ein Szenario, wo man sagt, dann geht der Markt mal deutlich nach unten. Also das heißt, es wird holprig. Aber generell ist es wichtig, dass ich nach vorne blicke, dass ich mich trenne von dem wirtschaftlichen Ausblick, der kurzfristig ist, und von dem Börsenausblick. Die Börse schaut ja immer 6 Monate mindestens in die Zukunft. Und da sehen wir, wenn wir mal weiter wegschauen, sehen wir weiterhin eine Weltwirtschaft, die weiterhin robust ist. Es verlagert sich nur ein bisschen von den USA und Europa mehr in Richtung asiatischen Raum. Wir sehen eine Bevölkerung, die weiterhin stark ist und stark wächst, die natürlich versorgt werden muss. Wir sehen Unternehmen, die super flexibel sind, gerade in Deutschland. Wenn Sie mal die großen Konzerne nehmen, sind multinational aufgestellt, können sich sehr schnell einstellen, sind gut gemanagt. Also das heißt, da gibt es überhaupt keinen Grund zu erwarten, weshalb die Börsen jetzt irgendwie für die nächsten 1-2 Jahre schlecht laufen sollten. Und deswegen unbedingt dranbleiben, ganz wichtig, das ist der erste Punkt. Wie strukturiert man denn jetzt sein Portfolio am besten, Herr Mayer, unter diesen ganzen Gesichtspunkten? Wie sollen Anleger jetzt vorgehen? Ich glaube, der erste Punkt, wir haben es vorhin schon kurz angesprochen, der erste Punkt ist der alte André Costolani. Manche werden sich noch erinnern, wenn man so alt ist wie ich, erinnert man sich noch, der immer gesagt hat, kaufen, wenn die Kanonen donnern. Das haben wir jetzt die letzten 2 Jahre zweimal erlebt. Das war einmal im März 2020, wo Covid ausgebrochen ist. Und vielleicht erinnern Sie sich noch, da gab es die Tage, wo der Ölpreis so niedrig war, dass Verkäufer noch was draufgeben mussten, damit sie ins Öl los wurden. Damals großes Geheul, um Gottes Willen, Öl wird jetzt fürchterlich nichts mehr wert sein und so weiter. Wer damals Halliburton gekauft hat, wer damals Shell gekauft hat und so weiter, Halliburton hat sich seitdem versechsfacht, Shell hat sich verdoppelt. Kaufen, wenn die Kanonen donnern, unbedingt. Also auch jetzt, diese schwachen Phasen, wenn alle wieder in Panik geraten, weil irgendwas wieder eine schlimme Meldung kommt, dann setzen Sie sich ganz, ganz cool an den Laptop und schauen, welche Aktien Sie daraus suchen. Zweitens, wer auf einen 10, 20 Jahre Ausblick hat und sich sowas wie ein Dividendenportfolio zusammenstellen will, ist momentan König. Weil der kommt wirklich richtig schön, viel, viel günstiger als noch vor 1-2 Jahren an solche Dividendenwerte ran. Diese Möglichkeiten sind breit gestreut. Da sind wir nämlich beim dritten Punkt, breit streuen. Also auch etwas, was wir unbedingt, mindestens spätestens jetzt gelernt haben, breit streuen über verschiedene Branchen, über Regionen, über Währungen. US-Dollar, britisches Pfund,
Euro etc. Und dann wirklich strategisch am besten kühl, so kühl wie nur möglich vorgehen. Das heißt, das Schönste, was ich fände für einen Anleger, wäre, sich wirklich zu sagen, ich habe die Summe X zur Verfügung, die nächsten 12 Monate, und jetzt verkaufe ich jeden Monat oder jeden zweiten Monat immer zum selben Termin genau das, was ich mir vorgenommen habe, bis ich mein Portfolio voll habe. Und zwar stur, völlig wurscht, was dann da an dem Tag, wo ich kaufen will, welche Meldungen es da gibt und so weiter, wo die Kurse stehen. Und so baue ich mir dann ganz, ganz strukturiert ein Portfolio auf und bleibe ganz kühl dabei. Also cool bleiben, auf Dividendentitel setzen, Rücksetzer nutzen und breit streuen. Das sind Ihre Tipps. Sie haben uns jetzt heute auch, also ganz spannend für unsere Zuschauer, einige Ihrer Favoriten mitgebracht, Werte, auf die Anleger jetzt zum Jahreswechsel und im neuen Jahr setzen können. Welche sind das und warum, Herr Mayer? Jetzt muss man dazu sagen, also ich vertrete ja keine Fondsgesellschaft mehr und keine Bank mehr und so weiter, sondern ich komme ja als Privatier hierher. Das heißt, ich muss Ihnen nicht irgendetwas speziell darstellen und ich habe auch keine Favoriten, die ich jetzt empfehlen würde. Und das sind jetzt wirklich keinerlei Anlageberatung, sondern es ist wirklich nur reine Inspiration quasi aus meinem Portfolio. Und da haben wir beispielsweise, also ein Wert, der mir unglaublich gut gefallen hat, war jetzt die letzten Tage und die letzten Wochen die EasyJet. Als Fluggesellschaft völlig zusammengerissen und so weiter, überhaupt nicht modern, im Moment überhaupt nicht in. Dazu dann noch die Probleme in Großbritannien mit einer Regierung, die wahnsinnig geworden zu sein schien. Das britische Pfund ist eingebrochen. Wunderbare Zeiten, um dann da genau in dem Moment zuzugreifen. Also EasyJet, die ist auch jetzt im Moment nicht in, aber es kann durchaus sein, dass die vielleicht nächsten Sommer oder übernächsten Sommer dann wieder kommt. Und wer Fluggesellschaften kennt, weiß, die zahlen, die müssen sehr hohe Dividenden zahlen, weil es ein volatiles Geschäftsmodell ist. Das heißt, die sind für Dividendenjäger interessant. Also das war so ein Punkt. Der nächste, der Klassiker, habe ich hier, glaube ich, auch schon ein paar Mal erwähnt, die BASF. Da bin ich halt ja immer noch großer Fan davon. Ja. Und wenn Sie da dran geblieben sind, dann haben Sie die dieses Jahr teilweise unter 40 bekommen. Das heißt, mit einer Dividendenrendite von weit über 8%. Das ist für so ein klassisches, großes, international aufgestelltes Unternehmen, großartig. In dem Zusammenhang auch ein Unternehmen, was total langweilig ist, was aber jetzt profitieren könnte von dem Thema, wenn wir dann darüber reden, dass wir vielleicht im nächsten Jahr wieder über Zinssenkungen langsam sprechen. Ein Unternehmen, was mit viel Fremdkapital arbeiten muss, Hochtief, Baukonzern. Die Hochtief finde ich deswegen interessant, einfach wegen der schieren Größe. Und weil sie einen sehr großen Teil ihres Geschäftes auch außerhalb von Europa macht, nämlich in den USA und anderen Ländern. Das heißt, die ist momentan noch nicht wirklich am Anlaufen und so weiter, aber zahlen schön zuverlässig Dividende und sind eben wegen dem hohen Fremdkapitalanteil zinssensitiv. Das heißt, es könnte positiv im nächsten Jahr sein. Und was haben wir? Ah ja, ein ganz großer Klassiker, wo ich auch begeistert war, dass ich den so billig bekommen konnte dieses Jahr, die Imperial Brands. Imperial Brands ist eine Tabakaktie, zum Beispiel die Gauloises kommen daher. Es werden viele sagen, Tabakaktien kaufe ich nicht. Okay, ist völlig in Ordnung. Ich finde die aber trotzdem schön und die Imperial Brands ist ein guter Dividendenzahler mit einer Dividendenrendite. Ich glaube, ich weiß immer nicht, weil ich habe die ja immer anders gekauft, das heißt, ich kalkuliere das anders. Ich glaube momentan zu über 5% oder sowas. Und die konnte man deswegen billig kriegen, wegen Krise und wegen britischem Pfund, was sehr stark abgesackt ist. Und das heißt, die konnten wir dieses Jahr teilweise zu 18,50 kriegen. Jetzt ist sie schon wieder, wo ist sie denn? 24,68, furchtbar. Lohnt es sich denn da noch einzusteigen bei dem Kurs? Wie gesagt, wenn sie es so machen, dass sie wirklich strategisch vorgehen, alle 2 Monate immer das gleiche Zeug, weil sie es einfach haben wollen, dann interessiert sie der Kurs überhaupt nicht mehr. Dann schauen sie und lassen sich überraschen, was sie dann in 2 Jahren da drin haben, zu welchem Durchschnittskurs sie gekauft haben. Herr Mayer, dann danke ich Ihnen ganz herzlich, dass Sie Ihre Tipps und Impulse eher gesagt mit uns geteilt haben und auch für das nette Gespräch, für das aufschlussreiche Gespräch und hoffe, wir sehen uns im nächsten Jahr dann wieder. Dankeschön. Liebe Zuschauer, auch Ihnen ganz lieben Dank für Ihr Interesse an dem Interview auf der Aktionär TV mit Waldemar Mayer von Mayer Consulting. Bis zum nächsten Mal.